Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yo-Kai Watch. Im letzten Part mussten wir schon wieder gegen Glibbermanda kämpfen. Ja, schon wieder. Und nun haben wir erfahren, dass auch McKraken zurückkommen kann. Deswegen müssen wir wieder Siegel sammeln, glaube ich. Keine Ahnung. Egal. Und wenn wir diese Siegel erschaffen haben, können wir McKraken ein für alle Mal besiegen. Seht euch diese Menschen an. Sie ahnen nichts von der Machtübernahme. Ihres sorgenfreien, friedlichen Leben werden ihnen bald versperrt sein. Freund von Pascal ist auch Freund von Amnesimon. Ich mag, wie du denkst. Lass uns die Menschenwelt zusammen beschützen. Ihr könnt unmöglich irgendwas beschützen, nachdem ich euch zermalmt habe. Los geht's, Pascal. Ja. Oh, du Scheiße. Ausgesperrt. Aber wie? Ausgeschlossen, ausgesperrt, ausgeschlossen und ausgesperrt. Verloren. Ne. Hä? Wo bin ich? Was tue ich hier? Amnesimon, pass jetzt auf! Pascal, wir müssen schnell die Kirschbäume zum Blühen bringen. Okay. Oh, Bär und Freddy. Hast du das gesehen? Der Baum ist einfach so in Blüte ausgebrochen. Das kann nicht durch den Klimawandel erklärt werden. Was geht hier vor sich? Ich weiß nicht, aber es ist wahnsinnig schön. Ja, da hast du wohl recht. Baum blüht, Baum blüht. Dieses Gebiet ist jetzt sicher versiegelt. Auf zum nächsten.
Ja. Gut, wir haben die Quaderfall. Zwei Siege müssen wir noch versiegen. Fahrer geht schneller. Wanderkappa. Wir lassen euch auf keinen Fall an die Macht kommen. Kihihi. Ach wirklich? Seht ihr doch an, wie ihr euch abmüht. Die Würfe sind gefallen. Widerstand macht alles nur noch schlimmer. Diese Welt gehört uns. Und wir zerstören alles und jeden, der uns im Weg steht. Versucht es doch. Erstmal musst du an mir vorbei. Sieht aus, als könnten wir hier behilflich sein, Pascal. Besiegen wir diese Yokai und bringen den Frieden nach Lenzhausen zurück. In Ordnung. Scheiße, das war Rados down. Ja, sie ist aber auch nicht mehr, sie macht auch keinen Schaden mehr halt so richtig. Ich habe Petzmarada eigentlich nur noch im Team, damit man eine Heilerin hat. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist wieder ein paar Items. Es war alles für euch, Meister McKraken. Okay, Pascal, lass uns diese Kirschblüten zum Blühen bringen. Drauf kannst du dich verlassen. Kyubi. Oder Kyubi. Sieh an. Dort drüben scheinen sie echt hart zu arbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt mit meiner Hilfe noch versagen könnten. Schade, dass man den nicht im Team aufnehmen kann. Der wäre mit Sicherheit ein sehr starkes Teammitglied. Sie blühen, das Siegel ist wiederhergestellt.
Hey Pascal, wir sind alle direkt hinter dir. Gut, Freunde, zu haben, oder? Also, diese Siegel ist fertig. Lass uns weiter. Okay. Gut, noch ein Siegel. Nicht in der Kanalisation, Nathan. Pro. Oh. Ich kann die Macht spüren. Kein lebender Kerl kann mich aufhalten. Kein Kerl? Sagst du? Was ist mit einer Dame? Und vergiss das Leben dazu. Hehehe. Du willst dich mit deinem knochigen Körper entgegenstellen? Oh, das kannst du aber glauben, Söhnchen. Keine Sorge, wenn wir an der Macht sind, kümmern wir uns um euch beide. Ich fürchte, das Angebot müssen wir ablehnen. Bringen wir es zu Ende, ja? Ja. Ja, Petzmarin, der geht jetzt drauf. Oh, doch nicht. Bye.
Oh, mein Kopf. Ich hab's so gemeint. Wir kümmern uns um euch. Ja. Ich glaube, wir sehen nicht. Natürlich hast du das. Überlass die Menschenwelt einfach den Menschen. Pascal, mit dem Quergeist sind wir gut fertig geworden. Beeindruckend. Auf zu diesem Siegel. Klingt gut. Katie. Kirschblüten. Hat der eben auch schon geblüht? Nein, Katie, hat er nicht. Wir haben es geschafft. Die Blüten blühen, Pascal. Also, das ist ein solides Siegel, wie es im Buche steht. Nächstes. Los geht's. Nächstes Siegel. Wir haben doch alle Siegel. Da rennt ein riesiger Yokai Richtung Waldberg davon. Mekaken scheint dank unserer Siegel einiges an Kraft verloren zu haben. Das ist unsere Chance, ihn für immer zurück in die Yokai-Welt zu treiben. Machen wir uns auf den Weg. Ja. Dann einmal speichern. So, schon was im Inventar so alles drin ist. Im nächsten Part geht's denn mit Kraken. Wenn wir gegen mit Kraken kämpfen. Also sprich, der nächste Part wird schon der, vielleicht der letzte Part sein von Yokai Watch. Dann danke fürs Zusehen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten oder wen auch immer. Ich kaufe jetzt noch ein paar Items für den finalen Bosskampf offscreen ohne euch. Und ja, bleibt dran. Bis dann und ciao.